So, einen schönen guten Abend. Willkommen zurück zum Late Night Coding. Heute wollen wir mal ein bisschen coden, so zur Abwechslung. Und ich dachte, wir können uns ja mal mit dem beschäftigen, was wir in letzter Zeit eben nicht gecodet haben, nämlich Kurven. Und vielleicht kommen wir sogar noch dazu, was Farben zu machen. Was haben wir gerade so an Fragen bekommen. Ich hoffe nicht allzu viel zu Nerves bisher. Mal schauen, ob ich da überhaupt was beantworten kann. Aber da gab es ein paar, gibt es Frage, die Vorlesungen dieses Semester. Ja, die werden wieder abgespeichert. Also gelöscht haben wir die nie. Also es sind sogar immer noch die Vorlesungen vom letzten Semester online. Ne? Ja, die schiebe ich wieder rüber nach YouTube, sobald die gehalten sind, und da kann man sich die dann beliebig lange anschauen. Also sozusagen auch die gesamte Computergrafikvorlesung, von denen ich jetzt eben so zwei Teile mal gemacht habe, die wird dann eben nur auf Englisch sein, aber ansonsten, und vielleicht ein bisschen flotter, aber ansonsten, ja, kann man sich das alles angucken. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren eben stehen geblieben bei Kurven, ne? Und ich hatte gesagt, wir können ja mal versuchen, ein bisschen diese Kurven zu coden, und habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie eigentlich, in welcher Umgebung. Und ich wollte es ja irgendwie simpel halten. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Irgendwann wäre das vielleicht auch mal geschickt, das eben in der Computergrafikvorlesung wirklich zu nutzen. Also habe ich gedacht, gut, dann machen wir es eben in C++, weil das die Sprache ist, die wir zumindest in Zukunft mal in Computergrafik verwenden wollen. Bisher war das Java, so ein bisschen aus Legacy-Gründen, aber ich habe beschlossen, dieser Legacy irgendwann mal, die Legacy irgendwann mal zu beenden. Deswegen C++. Und um das hinterher eventuell auch mal 3D machen zu können, dann eben nicht mit irgendeiner Plot-Bibliothek, sondern einfach direkt mit OpenGL. Nun will man natürlich nicht unbedingt das komplette OpenGL lernen, wenn man nur so ein paar Kurven zeichnen will, oder wenn man von mir aus auch so ein paar Flächen, simple Flächen zeichnen will und sich nicht für den ganzen Kram interessiert. Also habe ich mich eben mal kurz hingesetzt und habe ein bisschen was zusammengebastelt, um noch weiter von dem zu abstrahieren, was wir vorher schon gebaut haben. Ich mache das hier mal gerade weg. Und was dabei rausgekommen ist, ist im Prinzip so eine kleine Klasse, die ich einfach GLApp getauft habe. Die setzt im Prinzip auf diesen Utilities, die wir geschrieben haben in den, weiß nicht, letzten paar Streams. Und das dann machen wir es mal zu. Und man muss aber eben nur minimal Code schreiben, ist meine Idee. Also es ist schon OpenGL, aber man muss eben sollte nur möglichst wenig Code schreiben müssen. Insofern gibt es dann einfach nur so ein paar Sachen, so ein paar Methoden, die man überladen muss, beziehungsweise überschreiben. Und zum Beispiel sowas wie Init und Draw oder sowas in der Art. Was mache ich denn da? Hoffentlich gleich irgendwann mal Kurven zeichnen. Ja, und ja, da bin ich so irgendwie mittendrin hängen geblieben und wahrscheinlich auch noch nicht so ganz fertig geworden. Also müssen wir da vermutlich heute Abend die eine oder andere Methode immer wieder ergänzen dieser Klasse. Aber ich hoffe, dass das dann hinterher eine Sache ist, mit der man OpenGL relativ nett und einfach bedienen kann. Haben schon tausend andere Leute vor mir gemacht, aber ja, die schon länger dabei sind, kennen mich ja. Ich mache ja irgendwie, das macht mir irgendwie Spaß, Sachen selber, Räder nochmal selber zu erfinden, zumindest an der einen oder anderen Stelle. Ja, also was tut diese GL-App? Im Prinzip tut die nichts Spannendes, die rockt das GL-Environment hoch mit GLFW, wenn man die einmal erzeugt, dann kriegt die im Konstruktor, wenn man will, so ein paar Sachen wie Größe übergeben, Titel und so ein paar andere Parameter, halt die ganzen OpenGL-Parameter. Die hat aber sinnvolle Default-Werte, sodass man auch gar nichts übergeben kann, wenn man will. Und dann ruft man jetzt von dieser Klasse Run auf, und das Run ruft im Prinzip erstmal Init auf, Draw, und da gibt es auch noch Animate und so ein paar andere Sachen, die ich aber alle noch nicht getestet habe, weil ich es gerade zusammengekloppt habe. Hier ist jetzt einfach so ein kleines Testprogramm, was ich gerade mal geschrieben habe. Also das ist das gesamte Programm, ne? Also mehr ist da nicht. IOStream bräuchte man gar nicht. Ich habe es mal drin gelassen, wenn wir Debug-Code hinterher haben wollen. Und wenn man das Ganze dann kompiliert und ausführt, dann zeichnet es
zeichne jetzt ein paar Linien. Das ist, was wir jetzt unmittelbar brauchen. Ne? Also löscht immer den Monitor in weiß. Weiß. Ne? Und dann gibt es noch eine Methode drawLines, die kriegt einfach halt ein paar Koordinaten in 3D schon. Die dritte brauchen wir hier erstmal nicht. Insofern kann ich die setzen, auch was ich will. Und Farben. Also im Hintergrund wird der ganze Krempel gemacht. Ein Shader erzeugt, Buffer erzeugt, Arrays erzeugt, die aktiviert und so weiter und so fort. Ja. Natürlich kann ich das nicht für jeden beliebigen Fall machen. Es wird also zumindest jetzt im Moment einfach mal so ein simpler Shader angelegt, der Farben erwartet und Koordinaten erwartet und das Ganze dann auch zeichnet. Ich setze auch keine Transformationsmatrizen, die sind halt auch auf Identität gesetzt. Die kann man aber auch ändern, wenn man will. Ja, also da will ich jetzt auch noch so ein bisschen eventuell dran weiter basteln, so dass wir halt eben auch mal schnell was zeichnen können, plattformübergreifend, systemunabhängig und so weiter und so fort. Und im Moment gibt es halt schon 2D-Grafik, aber das kriegen wir auch ganz schnell 3D. Ja, und wie man sieht, das Draw Lines, das kriegt nämlich die 2 Parameter, eine Liste von Werten und anschließend den Typ. Und da habe ich jetzt mal 3 Typen definiert, Loop, Strip und List. Und man sieht, in dem Fall habe ich jetzt 4 Koordinaten übergeben, die gehen immer von minus 1 bis 1, also das ist bei 0,9. Bin ich also irgendwie so, so ein 20stel vom Rand entfernt. Das Ganze skaliert auch, wenn man das resized und so weiter. Und was ich übergebe, ist halt minus 0,9, minus 0,90. Also wie gesagt, die letzte Koordinate können wir erstmal ignorieren. Und als Farbe RGB, Rot, Grün, Blau, also sprich Rot, ne? Das heißt von der Mitte angefangen, 0,9, 0,9, das ist aber hier, ne? Da ist auch ein roter Punkt. Dann ziehen wir eine Linie zum nächsten Punkt, der ist bei minus 0,9 plus 0,9, also minus plus, folglich da und hat die Farbe Grün. Und dann haben wir plus plus, ne? Das heißt plus 0,9 plus 0,9 ist da und Blau. Rot, Grün, Blau. Das letzte ist die Opazität, also ist der Alpha-Kanal, den man im Allgemeinen als Opazität verwendet. Oder häufig zumindest. Und der vierte Punkt ist 0,9. 0,9 ist der hier und der ist auch blau. Ja, wir können ja auch mal eine andere Farbe geben. Könnt ihr schon mal überlegen, was 1,0,1 für eine Farbe ist, wenn ich das Ganze neu starte. Na. Da ist es, ist Magenta. Ne? Warum? Wenn man das Ganze invertiert, ne, Cyan, Magenta, Yellow, dann kann man eben das subtraktive, die subtraktive Modell benutzen, um die Farben leicht zu verstehen. Ne? Und weil das ein Loop ist, macht er den auch noch zu zum ersten Punkt. Wenn man das hier zum Beispiel in Strip umwandelt, dann wird nur von einem zum anderen Punkt werden Linien gezogen, aber die werden nicht am Ende zugemacht. Das sieht man auch direkt. Fehlt halt die letzte Linie hier unten. Ne? Und wenn ich jetzt eine List machen würde, dann betrachtet er das als nur 2 Striche. Ne? Das heißt, dann haben wir im einzelnen Striche, das ist von da nach da und von da nach da. Und das ist eben, wenn es funktioniert, ich habe es noch nicht getestet, dann sollte das jetzt ein Strich rechts und links sein. Ja, voilà. Also das ist der erste und das ist die zweite Linie. Okay. Also scheint zu funktionieren. Das ist wahrscheinlich erstmal das, was uns ausreicht, um jetzt die ganzen Spline-Geschichten zu machen. Aber wie gesagt, ich habe vor, das noch ein bisschen zu erweitern. Man könnte jetzt auch noch weiter abstrahieren. Habe ich gerade auch noch überlegt, ob man hier einfach Clear draus macht, also dass man versucht, die OpenGL-Kommandos ganz weg zu kapseln, aber weiß nicht, ist glaube ich gar nicht zweckmäßig, weil ich da hinterher noch mehr dran machen will. Dann kann man auch nicht mehr die Standard-Shader benutzen und so weiter. Aber egal. So, was wir machen wollten, ist, wir wollten Kurven zeichnen. Ja? Und dazu probieren wir es einfach mal aus. Also weiter bin ich noch nicht gekommen, also ich habe mal wieder total unvorbereitet, mal wieder. Das kann also heute Abend lustig werden. Machen wir mal Line Strip und sagen wir hier mal eine Curve. So, da ballern wir einfach mal ein paar Werte rein. So. Ja.
Wir brauchen zuerst eine Liste an Punkten, die man verschieben kann. Ja, langsam, langsam. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir es schaffen, erstmal irgendwie geartete Funktion zu zeichnen. Ja, also hinterher braucht man irgendwelche Punkte und irgendwelche Interaktionen. Das habe ich auch schon reingebaut. Es gibt auch eine Möglichkeit, so einen Maus-Button und so Funktionen zu überschreiben. Gucken wir gleich mal alles. Alles noch antestet. Ne? Wie gesagt, das kann lustig werden heute Abend. Da gibt es einiges zu debuggen. Gut, ja, wie gesagt, schreiben wir mal eine Funktion, was weiß ich was, Sinus x oder so, ne? Gucken wir mal, ob wir irgendwie einfach mal irgendwas mal gezeichnet kriegen. So, wie sieht das aus? Sin f, das ist glaube ich in Math, ne? Gucken wir gleich mal, das wird so, das mal schauen. Müssen wir nicht immer alles mal kompilieren. Das raus. Das reicht. Oh, wird sogar steuerlich inkludiert. Okay, super. Gut, also dann bauen wir uns einen Parameter von minus 1 bis 1. Ne, dann haben wir die Kurve einmal quer rüber. Machen wir es mal direkt mal Variable. Ganz genau. Max. So, dann. So, dann haben wir Wert von 0 bis 1, ne? Was war das schick? Machen wir vorne auch Float drumherum. Dann Wert von 0 bis 1 und den müssen wir jetzt noch. Wollen wir von, oder lassen wir den einfach von 0 bis 1, dass das gene Bias können wir vielleicht an anderer Stelle sinnvollerweise machen. So, jetzt haben wir hier einen Parameter von 0 bis, naja, fast 1. Machen wir wirklich mal, gucken wir, dass wir es wirklich bis 1 haben, dann muss es so aussehen. Oder so, sieht vielleicht hübsch aus. So, das t läuft jetzt von 0 bis 1. endlich mal jemand, der das fragt. Nee, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist hier egal. Ja, also prinzipiell ist es egal. Wie gesagt, wahrscheinlich 99% der Leute schreiben es auch andersrum. Plus plus i ist effizienter als i++. Deswegen, also wenn einen dieser Seiteneffekt nicht interessiert, dann ist plus plus i effizienter als das andere. Nun muss man der Fairness halber dabei sagen, der Compiler ist schlau genug, auch das Ineffiziente in so einem Fall direkt umzudrehen. Aber aus Gewohnheit schreibe ich direkt den effizienteren Code. So, jetzt haben wir die Sinus von t oder was dann s von t. Und dann machen wir es direkt so. Dann müssen wir nicht immer resizen. 7. Von. mal 7 plus 0. Nein, stoppen wir einfach mal die Werte da rein. So, t in die erste Koordinate, Sinus von t in die zweite und 0 in die dritte. Von hier aus noch 0,0. Dann kommen noch Farben hinterher. Und um ein bisschen einfach zu halten, machen wir jetzt einfach mal schwarz. Wir haben, ich zeichne ja auch weiß im Hintergrund. So. 3, 4, 5, 6. Geben wir ein bisschen Glück. Gucken wir mal, ob ich genug hinreichend viel falsch gemacht. Schauen wir mal. So, das sieht schon gar nicht schlecht aus, bis auf die Tatsache, dass wir das Ganze vielleicht jetzt nicht von 0 bis 1 machen sollten, sondern irgendwie über Pi parametrisieren. Stichwort, naja, du kannst dir halt einfach über, also du kannst einfach gucken, Präinkrement, Postinkrement, ne? Genau, der Alpha-Channel wird noch ignoriert. Präinkrement, Postinkrement,
Nee, im Shader wird er nicht ignoriert, sondern wir haben kein Blending an, deswegen ist egal. Und ich überlege gerade. Ja, guck einfach nach Pre-Increment, Post-Increment, C++, und dann siehst du halt, dass in meinem Fall wird halt ein Temporary erzeugt, da wird eine zusätzliche Variable generiert. Ist ja auch klar, bei I++, ne, wenn man einfach darüber nachdenkt, was das bedeutet, dass sowohl der Wert von I als auch der Wert von I plus 1 für einen gewissen Zeitpunkt existiert und da muss eine zweite Variable angelegt werden. Der Compiler merkt aber, dass ich die hier nicht verwende und schmeißt sie dann direkt weg und so. Aber prinzipiell ist plus plus I immer schneller als I++. Für Pumpenberechnung? Eventuell ja. Wenn ich wüsste, worum es ging, genauer. Gut. Wir können ja auch ein 1 reinschreiben. Da ist man vielleicht nicht so geschockt mit dem Alpha-Channel. Aber momentan benutzt man ihn noch nicht. Ja, wie gesagt, wir haben kein Blending an. Ups. So, nächster Akt wäre, das Ganze mal irgendwie sinnvoller zu parametrisieren. Also wir haben jetzt zwar diesen Parameter t, aber das ist natürlich ein bisschen doof, dass der nicht auf Pi gemappt ist. Und jetzt muss ich erst ehrlich gesagt mal wieder überlegen, ist das m underscore Pi? Ja, genau, das ist m underscore Pi. X gleich i plus plus, x gleich gleich, schräg, 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 x gleich gleich i. Ach so, okay, so. Jetzt weiß ich, wie man das lesen muss. Ja, also es soll eine Annotation sein, was da passiert. Ne? Also man muss natürlich eben ein bisschen verstehen, was die meisten Leute nicht wissen. Okay, ich glaube, ich habe schon 10 Mal erklärt, aber ist ja kein Thema. Was viele nicht wissen, ist, dass das nicht einfach nur i eins größer macht. Ja, sondern das, was Saras gerade geschrieben hat, ist, dass das Ganze hat eben Wert. Ne? Deswegen Pre-Increment, Post-Increment mal nachschauen. Ja, und das heißt, dieser Ausdruck hier, der hat auch zusätzlich einen Wert, zusätzlich zu der Tatsache, dass er i eins größer macht. Und wenn man das zuweist, was man aber relativ selten braucht, ja, zum Beispiel, wie da geschehen, wenn ich da schreibe x gleich i plus plus, ne, dann wird x eben der Wert von i zugewiesen und nicht der Wert von i plus 1. Folglich müssen die beiden kurz existieren. Wohingegen hierbei, das muss man so lesen, i erst eins größer machen und dann zuweisen. Ja. Da wird dann eben dem x der i plus 1 zugewiesen und deswegen werden nicht diese beiden Variablen benötigt. Ja. Und wenn man halt nichts davor schreibt, also wenn man eben sowas nicht davor schreibt, was ich hier auch nicht tue, dann kommt es auf selbe raus und dann kann man direkt die Plus-Plus-Variante nehmen. Gut. Okay, also wir haben jetzt das Ding. Jetzt versuchen wir das nochmal irgendwie auf einen hübscheren Wertebereich zu mappen. Also das heißt, wir nehmen das Ganze mal 2 und machen minus 1 und damit es ein bisschen hübscher aussieht, machen wir das Ganze in Float. Nicht, dass es irgendwie wirklich eine Relevanz hätte, aber dann sieht es ein bisschen netter aus. Und damit spawnt das Ganze die komplette Breite. Und wenn ich jetzt das noch, was weiß ich was, 2π nehme oder so. Okay. Dann kriegen wir eine hübsche, komplette Schwingung. Scheint zu funktionieren. Was mich jetzt ein bisschen überrascht ist, dass ich hinten, hätte ich jetzt erwartet, dass es mich überrascht jetzt ein bisschen, dass hier was fehlt. Kurz gucken, mache ich doch einen zu wenig. Ja, das Fenster hier zu machen. Kurz nachdenken. Das i läuft von 0, das heißt, das Ganze wird 0 bis wirklich Max Value. Das heißt, t ist irgendwann mal 1. Und wir haben, was zeichne ich denn ein Strip? Ja, das ist richtig. Ja, das ist irgendwie doof, weil ich kann halt ich kann natürlich dran drehen, wie viel ich raushaue, aber ich kann nicht drin drehen, was Twitch daran macht, ne? Ich kann die Obergrenze festlegen und die könnte ich natürlich runterschrauben, theoretisch. Nur da haben wir schon festgestellt, dass wenn man das runterdreht, dass es dann eventuell ein bisschen böse aussieht. Ja, also jedes Mal, wenn mir Twitch eine niedrigere Bildrate gegeben hat, dann gab es mal ganz viele Leute, die gejammert haben, oh, sieht kacke aus. Insofern macht es, glaube ich, wenig Sinn, wenn ich das a priori runterdrehe. Genau. Außerdem müsste ich da, glaube ich, den Stream neu starten. Ja, tut mir leid, wenn es
wenn es schwer zu sehen ist. Jetzt weiß ich auch, was das SSTV heißen sollte. Gut. Ja, okay. Ich versuche mal kurz drüber nachzudenken, warum da irgendwas fehlt. Machen wir mal ein paar weniger, dann müsste das deutlicher werden. Dann können wir uns gleich irgendwann mal damit beschäftigen. Okay. Das kommt jetzt überraschend. Also zunächst mal sollte ich das Ding. Okay, das ist schon mal ein guter Start. Da ist auch gleich das Problem, ja. Da müssen natürlich n plus 1 Objekte rein. Okay, und dann ist auch schon alles in Ordnung. Gut. Gut, dass ich mal kurz darüber nachgedacht habe, sonst hätten wir uns irgendwann hinter den Speicher so derbe zerschossen, dass nichts mehr funktioniert. Und jetzt passt doch alles. Ne? Jetzt geht es von 1 bis 1. Gut, also Kurven zeichnen können wir jetzt schon mal. Ja. Sogar in sehr hoher Qualität. Einfach nur um gerade mal eben das, was ich heute zusammengebaut habe, zu debuggen, überschreiben wir gerade noch kurz die Methode Animate. Um zu gucken, ob das Ganze wirklich funktioniert. Dazu machen wir das einfach mal hier zu einem globalen Parameter. Nur auf die Schnelle. Ja. Und dann animieren wir das mal kurz. Nur einen Test, weil ich wissen möchte, ob das Ganze so grob funktioniert. Und das fällt unter, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Mal schauen, ob ich. Okay, dann. Und ja, wir werden auch rechts einzeichnen, keine Sorge. Ich will nur eben sicherstellen, dass er sich eben zusammengebaut hat, irgendwie so rudimentär funktioniert. Ja, Partner wollen die mir nicht geben. Ihr seid zu wenige. So, okay, Animate werde ich aufgerufen. Das checken wir mal gerade, warum. Es kann sein, dass. Wie heißt die Funktion? Animate, das ist schon mal richtig. Dann da ist noch so ein Parameter, dann wollte ich eigentlich Default Animation Active, dann ist der vermutlich defaultmäßig auf False. Also das ist der darunter liegende Code. Ja, den wollte ich eigentlich standardmäßig auf True haben. Und dann geht's auch. Müssen wir alles nur kompilieren. Gut. Vielleicht ein bisschen langsam jetzt, aber man müsste dann gleich sehen, wenn das jetzt einmal bei 1000 angekommen ist, dass die Kurve einmal kurz ziemlich grob wird und sich dann verfeinert. 1000 ist vielleicht einfach ein bisschen zu viel, um den Effekt so richtig schön zu genießen. Das raus. Dann fangen wir einfach mal bei 2 an. Jo, und dann klappt auch, haben wir auch zumindest rudimentäre Animationen drin. Ja, geht auch. Könnte gleich praktisch sein für die Spline-Kurven. Gut. Es gibt andere Rollen. Okay. Und ja, wenn ihr Ideen habt, genau. Ja, klar, runterladen kann ich immer. Gut, okay, also jedenfalls scheint so, als ob jetzt zumindest die Grundfunktionalität da ist. Wir können den Kram animieren. Ich lasse das nochmal leer. Wollen wir im Moment noch nicht machen. Und jetzt können wir uns mal mit den Kurven beschäftigen. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück. Irgendwo habe ich die Folie noch offen. Fangen wir doch mal erstmal an mit
Gar nicht mit Splines, sondern einfach mit Bézier-Kurven. So, wo haben wir denn? Ich habe jetzt auf der anderen Seite die Folien offen. So, fangen wir erstmal mit Bézier an. Das ist ein gutes Argument. Nicht so einfach. Ist leider die Antwort. Baue ich noch ein, ja, aber wenn ich das jetzt einbaue, dann sind wir heute Abend, den ganzen Abend dran an Coden. Das ist nämlich unglaublich kompliziert geworden, breite Linien in OpenGL zu zeichnen. Warum? Also früher gab es einen Parameter Linewidth beziehungsweise den gibt es prinzipiell immer noch in OpenGL, also die Dicke einer Linie, aber zumindest meine Grafikkarte und die meisten, glaube ich, setzen in den Core Profiles ab Version 4 maximal Linewidth auf 1, also man kann die tatsächlich nur einen Pixel dick zeichnen. Dieses Argument ist ganz einfach, mach selbst. Ja, also man kann natürlich anstatt eine Linie kann man, also eine Linie besteht ja im Prinzip immer also oder eine Kurve, sagen wir, so eine Kurve, die besteht ja immer eben aus Strichsegmenten. Und jedes dieser Segmente sollst du dann selber als Quadrat zeichnen. Ja, das heißt, man muss aus jedem Segment dann eben ein Quadrat machen und sich dann da ausrechnen, wie breit muss denn dieses Quadrat sein. Anfang und Ende ist klar, ne? Aber wie breit muss das sein? Und dann wird es ein bisschen nicklig, weil wenn man dann das kann man im Prinzip im Geometry Shader machen, das ist der beste Punkt, um sowas zu tun. Der Haken ist jetzt so ein bisschen, wenn diese Segmente eben ja so aneinander hängen, ne? Dann muss man irgendwie gucken, wie die zusammenpassen, wie die Enden sind. Ich habe mir das eben gedacht, wäre praktisch sowas zu haben. Will ich auch noch einbauen, dass man diesen Draw-Lines einfach ein Float setzt oder ein Int setzt, wie breit die ist. Aber das dauert jetzt ein bisschen länger, bis ich das hingefummelt und gedebuggt habe. Vielleicht bauen wir zu Splines, aber ich beantworte die Frage auch gerne. Ist Vulkan nicht aktueller? Jein. Also zunächst mal, Vulkan ist eine andere API. Ja, also OpenGL ist eine Grafik-API und Vulkan ist eine völlig, oder nicht eine völlig, aber ist eine andere Grafik-API. Und in der Tat ist, ja, können wir auch gerne mal machen. Noch kurz zu Vulkan. In der Tat ist Vulkan neuer, also quasi Vulkan 1.0 sozusagen ist viel später rausgekommen als OpenGL 1.0. Aber die werden parallel weiterentwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass Vulkan irgendwas kann, was OpenGL nicht könnte. Ja, andersrum. Vulkan kann prinzipiell mal weniger. Das ist eben genau die Idee davon. Dass man sich eben auch weniger Funktionalität beschränkt und mehr den Programmierer, Programmiererin machen lässt. Warum benutze ich nicht Vulkan? Warum benutze ich das nicht? Zunächst mal, weil auf dem Mac das nicht supported ist. Ich meine, OpenGL ist auch deprecated, aber Vulkan geht gar nicht, außer man nimmt so einen Volton VK, habe ich mal ausprobiert, funktioniert irgendwie bei mir vorne und hinten nicht vernünftig. Oder liest, also ich habe es irgendwie nicht auf die Schnelle hingekriegt. Was man unter macOS nehmen würde, wäre Metal. Das ist im Prinzip dasselbe wie Vulkan. Also sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber das ist der einfache Grund. Also GL ist portabler. Und in unserem Fall hier haben wir nicht viel von Vulkan. Außer, dass es noch schwieriger zu coden ist. Die Lernkurve ist noch steiler als bei OpenGL. Und bei den paar Drawcodes, die wir hier machen, würden wir keinen Benefit haben von dem, was es bringt. Deswegen. Gut, also zurück zur Bézier-Kurve. Wir machen es erstmal auf die ganz dumme Tour. Ja, also wir nehmen wirklich einfach mal diese Funktion hier und rechnen jeden Punkt einfach mal komplett aus und stecken das da rein. Ja, das hier kann man jetzt im Prinzip vereinfachen oder verallgemeinern hier den Code dazu, dass was auch immer ich hier reinpacke, ja, das ist ja die Funktion. Also wenn ich da zum Beispiel jetzt nur einfach mal testweise, wenn ich jetzt hier Tangens zum Beispiel reinschreibe, um es mal zu demonstrieren. Also da hängt jetzt im Moment alles, ne, dran. Dann sehe ich eine Tangens-Funktion. Na, hier hätte ich nicht alles mal bauen müssen, aber egal. Na, Tangens, ne? Kennt man. Ah ja, tatsächlich. Ist jetzt ein bisschen größer, ne? Deswegen fehlt da oben. Gut, da fehlt immer was. Aber ja, also was auch immer wir an die Stelle jetzt reinschreiben, ist die Funktion, die wir auswerten. So, gut. Also schreiben wir mal da unsere Funktion rein. Dazu machen wir
für Bézier einfach mal 2 Punkte und 2 Steigerungen. Die definieren wir uns einfach mal. Und zwar machen wir das jetzt einfach mal in 1D. Ja, das ist C++. Also P0, dessen X-Koordinate, die setze ich jetzt einfach mal auf 0 fest, ja, und die Y-Koordinate auf 1, also die, Entschuldigung, und die X-Koordinate von P1 auf 1. Ja. Das heißt, wir müssen noch die Y-Koordinate definieren, sagen jetzt hier einfach mal der Einfachheit halber auch 0. Damit liegt das erstmal in der Mitte. Dahin auch, die können wir gleich rumschieben, die können wir auch durch Animate dann bewegen, dachte ich mir. So, also die, das heißt, die Kurve soll jetzt in 0, 0 und 0, 1 angetackert sein. Ja. Gut, also die geht dann von der Mitte bis nach rechts. Und jetzt nehmen wir uns noch, bauen wir uns noch die, die machen wir mal Konst, die wollen wir nicht ändern. Zumindest im Moment noch nicht. Und dann haben wir die beiden Steigungen, ne? M0 und M1. Und ja, die, was weiß ich, machen wir 0,5 oder so. Sobald ich 0,5 geschafft habe. Und weil es so schön ist, machen wir dann mal alles. Fließ komplett raus. Die Typ Chance. So, gut. Und dann haben wir unsere Funktionen hier. H1, H2, H3. Und wir wissen ja, dass wir die mit unseren... Moment, Sekunde, ich wollte Termin machen. Damit wollte ich anfangen, offenkundig. Ich war richtig, ne? So, ja, doch, ich war aber hier. Genau. Das sind ja die Mietkurven, klar, alles in Ordnung. So, und diese Funktionen, die werden wir jetzt einfach aus. Also wir schreiben das jetzt wirklich mehr oder weniger so ab. Ja, so wie sich das in C++ übertragen lässt. Mal gucken, kriege ich das irgendwie so hin. Jetzt mal weg. Ich bin noch ganz so. Na egal. Gut. Und da hatte ich letztes Mal ein Problem, dass dann OpenGL nicht wollte in dem Modus. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ja, okay. Gut. Also, erste Funktion. Die können wir auch von mir aus hier reinschreiben. Die nennen wir mal H0. Also das Ergebnis von vom ersten Parameter hier, das ist H0 ist gleich 1, machen wir also Flow direkt, ne? 1 minus t zum Quadrat. Den machen wir zum Quadrat, wir schreiben es einfach nicht zweimal miteinander, ne? Zum Quadrat mal 1 plus, nur Bescheid geben, wenn ich Mistkurve, ne? So, das ist mal 0. Also das ist jetzt keine Funktion, das ist ein Wert, weil t hier direkt ausgewertet wird, ne? A1 ist t mal das Ganze zum Quadrat. Gut. Und warum nenne ich die? Also, H2, H3. 2, 3, das ist t Quadrat mal 1 minus t, t mal t, 1 minus t, und das ist 3 minus 2,0 mal t, 0. So. Ja, man kann, also können wir gleich noch machen, das kann natürlich viel hübscher machen. Also wir können Funktionen definieren, wir können auch Lambdas definieren und so weiter. Ich wollte jetzt einfach mal hardcore. So, und dann werten wir das funktional aus. Es gibt, klar gibt das, POW heißt das, aber ich dachte, es ist jetzt einfacher, das hintereinander zu schreiben. Bei H3 ist irgendwas okay, finde ich okay. Gucken, dreimal, achso, okay, ja, danke, super. Ja, das Quadrat steht da, hier habe ich ja gesehen, danke. Gut, so, und jetzt schauen wir es einfach mal runter, P0 mal M mal A0 plus P1 mal H1 plus P2 mal, natürlich nicht,
P0 mal H0, P1 mal H1 mal, Entschuldigung, M0 mal H1, ne? P0 und H1, M0, das ist unsere Ableitung, mal H1 plus, hier plus, ich schreibe vielleicht mal untereinander, dann sieht man es besser, ich vor allen Dingen, das Ganze nochmal mit den P1 abrufen. M1 und das Ganze mit H2, H3. So. Gut. Gucken wir mal. Lassen wir mal das T dann wirklich zwischen 0 und 1, also auf dem Monitor, benutzen wir nur die Hälfte vom Screen. So. Okay. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hätte, um ehrlich zu sein. Und dann müssen wir mal gucken, warum das nicht ist. Weil ich hier, glaube ich, das erstmal falsch gemacht habe. M1. P1, das ist schon mal ein guter Punkt, warum es nicht passen sollte. Weil eigentlich, genau, sollten die beiden Punkte auf 0 liegen. Und wir sollten hier eine Steigung von 0,5 haben und hier eine Steigung von 0,5. Hat's gesehen. Okay. Schieben wir das Ganze jetzt mal rüber, damit wir es besser sehen können. Also wenn wir hier einfach minus, das laufen wir zwischen 0 und 1, wir wollen mal minus 0,5, dann können wir auch die Endpunkte besser sehen. So, da ist unsere Kurve. Okay. Gut, dann animieren wir das Ganze doch einfach mal. Das macht eigentlich keinen Sinn mehr, das global zu machen. Ziehe das mal wieder nach unten. Sonst den Code nicht so vollmüllen. Nein, schon davor muss es sein. So, dann können wir hinterher noch alles irgendwie hübscher machen. Ich wollte jetzt mal auf die Schnelle gucken. So, also die ziehe ich jetzt mal hoch und dann können wir die animieren. Sobald ich es schaffe, die zu selektieren. So, machen wir daraus Klassenmember. Eben hat es witzigerweise funktioniert. Jetzt überlege ich gerade, seit wann geht das eigentlich in C++? Dass ich sogar an der Stelle initialisieren kann. Vielleicht weiß es jemand, aber früher ging das jedenfalls nicht. Ist das ein 17er Feed? Dass ich an der Stelle eine Initialisierung schreiben kann? Hat mich sehr überrascht, dass das geht. Also aus Java kennt man sowas, aber von C++ war mir das neu. Habe ich eben gemerkt, als ich das hin und her kopiert habe, dass es auf einmal, dass ich da oben gleichzeitig schreiben kann. Finde ich total praktisch. Ist mir, habe ich mich nur gefragt, seit wann geht das? So, animieren wir die Dinger jedenfalls einfach mal. Wie machen wir das denn am hübschesten? Eigentlich würde es ja reichen, irgendein Parameter hier, was weiß ich was. Der wäre natürlich jetzt A. Ja, und dann brauchen wir gar nicht da oben ziehen. Wir können ja die Berechnung da unten machen. Also nochmal zurück. Anstatt die alle einzeln zu animieren, machen wir die, hängen wir die an einen Parameter. So, ein Animation-Parameter. Die Initialisierung mit 0 und dann machen wir, ziehen wir den einfach durch und dann können wir daran abhängig irgendwelche Berechnungen machen. Ne? Also sagen wir mal, der soll bis 1000 laufen. Plus 1 oder von mir ist 99, ist egal, modulo oder sagen wir 100. Gut, so, dann sollte das Ganze irgendwie durchrotieren und jetzt machen wir einfach hier irgendwas abhängig von A. Zum Beispiel animieren wir mal den zweiten Punkt, der ist ja im Moment 0, na, den können wir aber sagen, der ist A, dann läuft der natürlich von 0 bis 100. Und max a gleich 100. So, dann können wir uns das beziehen. So, dann läuft das Ganze von 0 bis 1. Ne? Gucken wir mal, wie es dann aussieht. Fast. Ah, ein Datentyp wäre vielleicht nicht schlecht.
So richtig cool sieht es aber nicht aus, ne, dass es jetzt mal so springt. Aber zumindest, ne, man sieht, ja, also wir bewegen jetzt den Zielpunkt zwischen 0 und 1, ne, und die Steigung bleibt auch die gleiche. Wir können hier noch ein bisschen steiler machen, dann sieht man das noch mehr, dass dass die Kurve so einen Bogen macht. Machen wir so Steigung, machen wir hier 1. Na, Steigung 1 müsste einfach eine Diagonale sein. Na, also jetzt sieht man halt von dem Punkt aus, von diesem Punkt hier aus, geht das Ganze erstmal schräg hoch und ja, jetzt alles rum. Ja, also wie gesagt, mit Splines hat das noch nicht viel zu tun. Ne? Wir erinnern uns, Splines waren so stückweise definierte Kurven. Das ist jetzt erstmal nur eine Bézier-Kurve. Hermite-Kurve, Entschuldigung. Hermite-Kurve. So, wie würde man da eine Spur verwirklichen? Inwiefern Spur? Was meinst du mit Spur? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. In der Zwischenzeit, wenn du mir erzählst, was mit Spur meinst, sowas wie der Nachschlag. Ach so, also wie würde man das machen? Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Also einer wäre, das Clear rauszuschmeißen, ne? Das wäre eine relativ kurze Freude. Ach so, einmal sollten wir vielleicht am Anfang clearen. Da sieht man halt alle Ergebnisse, allerdings nach dem ersten Durchlauf. Man könnte das prinzipiell so machen. So. Meinst du sowas? Dann löschen wir halt nicht mehr den Bildschirm, ne? Also einmal mehr sollten wir jetzt löschen. Wir sollten halt, warte mal, weil das hässlich aussieht. So, dann bleibt das eine da oben nicht hin. Na, jetzt könnte man auch überlegen, ah, wie kriegt man es noch ein bisschen cooler? Wäre eigentlich schön, wenn die anderen irgendwie eine, wenn die anderen Versionen der Kurve irgendwie. Ah. Ah, seit 11. Okay, super, danke. Hat sie mal gefunden. Seit 11 schon? Echt? Das ist so lange. Okay. Hätte ich schon längst mal benutzen können. So viel eleganter. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls, danke erstmal. Jetzt, was natürlich cooler wäre, wäre, wenn die so ein bisschen ausfäden würden, die nicht gerade aktiv sind, die Kurven, ne? Ich sehe schon, wir kommen ja nicht mehr zu Splines, aber wenigstens wird es dann lustig aussehen. So, in dem Fall sollten wir wirklich wieder in jedes neue Zeichen. Also ich mache mal das Clear da gerade zurück. Und die anderen letzten so ausfäden lassen. Das bedeutet, wir müssen wirklich alle diese Kurven in jedem Frame neu zeichnen, aber halt mit verschiedenen Farben. Ne? Und das ist im Prinzip auch nicht schwierig. Wir haben ja, da wir jetzt wissen, wie die Animation aufgebaut ist, die soll ja immer quasi von A starten. Insofern kann ich hier natürlich einen Loop drum basteln. Ich muss mal überlegen. Das kann nach draußen hier vor. Was ist das? Ein Neon 32, ne? Und dann nehmen wir erstmal Current A. Wieder geniale kurze Variablennamen. Und wir wollen immer bis A gehen, also machen wir es wirklich mal bis A. Kapitel O. Ein O. So, dann zeichnen wir jetzt alle Kurven, ne, und dann machen wir jetzt einfach, müssen wir natürlich hier drin nicht das A, sondern das Current A benutzen. Und dann müssen wir die Farbe abhängig machen vom Current A durch A. Das bedeutet hier irgendwie sowas wie, Moment, nachdenken, Current A durch A. Dann eventuell noch 1 minus, lassen wir kurz überlegen. Also erstmal muss das natürlich wieder ein Fließkomma-Wert sein. Das soll 0 sein für das aktuelle, also 1,0 float minus das, ne? Das. Schau mal. Wir sehen sie nicht. Okay, das ist weniger als ich erwartet hätte.
Wo ist da der Fehler? Vom Strich? Ne, das ist richtig. Hätte jetzt erwartet, dass die ausfaden. Und wo habe ich einen kleinen Fehler drin? Ja, ich sehe es. Soll vielleicht alle davon zeichnen, nicht nur das letzte. Noch ein bisschen hübscher. Und wenn wir schon dabei sind, das könnte ich auch ein bisschen schneller abfallen lassen. Zum Beispiel das Quarrieren. Jetzt benutzen wir mal die Exponentialfunktion. Oder ich keine Lust habe, das so oft aufzuschreiben. Hoch 5 zum Beispiel, das sollte relativ schnell abfallen. Oh, hat schon wieder das Wort weniger. Hier mal wieder das Wort weniger benutzt. Schämt euch. Ihr dürft nicht immer so viel schimpfen. Erlaubt das mal eben. Okay. Herr Mohr? Ach so. Mohr. Ja, und das war falsch. Das war genau die falsche Richtung. Jetzt fädelt es noch langsamer aus. Wir wollen natürlich das hier da hinten drum haben. Das sollte schneller anfangen. So, und danach machen wir mit. Jetzt eins weiter. Na, jetzt hat man dieses, hat man diesen Schatten wieder hinterher. Gut. Was mich jetzt ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, ist, dass das so langsam ist. Richtig auf Länder. Ja, da müsste man den Shader ein. Da müsste man halt, ja, dass das die Opazität wirklich benutzen. Also, wir müssten Blending einschalten und so. Und dann gut aufpassen, dann müssten wir halt irgendwie in jedem Frame irgendwie über die vorherige Kurve irgendwas Weißes drüber zeichnen, damit die so ein bisschen in Anführungszeichen alt hat. Ja. Meistens aber geschickt, einfach alles neu zu zeichnen. Ich meine, das ist ja eh kein Eck. Ja, was mich jetzt irgendwie noch ein bisschen überrascht, das überrascht mich die ganze Zeit schon, ist, dass das Ganze ist gerade geframelockt, deswegen kriege ich genau 60 Hertz. Ne? Das heißt, Animate und Draw wird 60 mal die Sekunde ausgeführt. Und das müsste ja heißen, dass wir eigentlich nach 2 Sekunden so ungefähr einmal rum sind, ne? Weil wir bis 100 zählen. Und da, das ist irgendwie, ne, das ist bis 100, bei 60 Hertz machen wir, machen wir mal auf 100, machen wir auf 60, dadurch, das müsste quasi, nach einer Sekunde müsste die Animation eigentlich durch sein. Ist das nur eine Sekunde? Habe ich gerade was kaputt gemacht. Okay, immer noch irgendwas kaputt. Wo ist da was kaputt gegangen? Also, okay, da ist die Klammer aus Versehen. Ich gerade auf Entfernen gekommen. Gut, machen wir es mal kurz auf 60. Kommt mir irgendwie nicht nach einer Sekunde vor, oder? Naja, egal. Gefühlt passt das, okay, wenn ihr sagt, passt. Gut. Ich wüsste auch nicht, woran es ansonsten liegen sollte. Ich dachte, es wäre vielleicht eine Schwebung, dass es irgendwie noch schneller geht. Gut, okay, also kommen wir mal kurz zurück zu unserem, nachdem wir jetzt allen möglichen Unsinn hier reingebaut haben und das Ganze sich munter animiert. Ich nehme das gerade mal wieder raus, um das Programm ein bisschen zu vereinfachen. Okay, gut, wenn jetzt sagst, passt. Also das macht, das ist auch gut so. Ansonsten hätte ich nämlich nicht kapiert, warum das kam mir irgendwie zu langsam vor.
Gut, okay, also was wir jedenfalls haben, wir können einfach nur spaßhalber, um mal zu sehen, wie sich andere Parameter auswirken, mal an den Steigungen zum Beispiel rumfummeln. Ja, also wenn wir zum Beispiel nur die vordere Steigung ändern, um einfach mal zu sehen, wie sich das auf die Kurve auswirkt, ne? Ja, dann haben wir jetzt im Prinzip, ne, die Steigung hier an dem Punkt, die geht jetzt von 0 bis 1 hoch, ne, und dann krümmt sich halt die Kurve so. Gut, schön und gut. Wenn wir hier noch einen Sinus drum machen, wir wollen das 0, ja, passt. Ein Sinus drum und das Ganze mit zweimal im Pi multiplizieren, das ist eine reine Animationsänderung, dann springt es nicht immer so. Ja, dann schwingt es jetzt so rauf und runter. Okay, jetzt haben wir Werte zwischen 0, jetzt haben wir immer Werte zwischen 0 und 1, ne? Und dann passt das. Mit dem Hinterherziehen, das tut es jetzt nicht so ganz, aber das schmeißen wir sowieso gleich raus. Können wir hinterher nochmal irgendwie hübscher reinbauen, diese ganze Hinterherziehgeschichte. So, machen wir das mal eben genau hier raus und zeichnen jetzt wirklich mal nur die Kurve. Wir sehen jedenfalls, wir haben jetzt eine Kurve, die wir eben, und das war ja der Sinn und Zweck der ganzen Übung, die wir verständlich verändern können. Ne? Also, genau, das sollten wir nicht machen. Da kommt jetzt wieder sinnvollerweise überall nur hin. Ne? Also das heißt, wir können jetzt wirklich sagen, mach mir eine Kurve, die soll an der und der Stelle anfangen, an der und der Stelle enden und das soll die Steigung sein. Also es funktioniert soweit. Wo habe ich es noch drin? Wo ist CA drin? Da ist es. So, jetzt ist bald gefixt. Die Animation rausgenommen. So, also jetzt animiert das Ganze, ne? Und bewegt sich halt immer so zwischen eben 9 und 1. Also wir haben jetzt wirklich an zwei Stellen festgetackert, wir können Steigung modifizieren. So, damit haben wir im Prinzip quasi Hermit abgehandelt. Ja? Und jetzt kümmern wir uns mal um Bézier-Kurven. Ja? Gucken wir einfach mal die. Ja, das waren die Bézier-Kurven. Das Einzige, was sich, also zwei Sachen ändern sich bei den Bézier-Kurven, ne? Die Bedeutung und dann natürlich die Funktion. Das wissen wir noch nicht. Das hier sind sie, ne? Die Bézier-Kurven, so kann man die schlecht angucken. Habe ich die auch irgendwo? Oh, hier haben wir sie nochmal ohne Overlay, ne? Wir haben jetzt eben diese vier Kurven und wir haben eben vier Punkte, an denen das Ganze hängt, ne? Nicht mehr Steigung. Gut. Tippen wir die mal ab. Ich kann das Ganze mal kurz committen, so wie es jetzt ist. Dann haben wir es im Git drin. Das müsste auch die einzige Änderung sein. Ne? Beziehungsweise da habe ich noch was geändert. Was habe ich da geändert? Da habe ich das Resize umgeschrieben. Okay, machen wir das mal zuerst. Kein besonders intelligenter Kommentar, aber so. Also, wer will, kann sich das hinterher auschecken, ne? Hermitkurven passt. Gut. Machen wir jetzt eben mal die Bézier-Kurven. Das ist eins, dazu müssen wir die Kurven hier umändern. Wenn wir die genannt, nennen wir die ruhig B, B0, B1. Q1, ist es eine physische Beschreibung oder über die geometrische Beschreibung? Wollte ich gleich noch zu kommen. Was man da machen kann. Besseres logisches Denken hat. Was meinst du damit? Also man braucht sicherlich so ein bisschen, also man muss so die Grundlagen der Logik verstehen und meiner Auffassung nach ist das eher dann so eine Übungsfrage, ne? Also ich habe halt ein bisschen Erfahrung mit so Dingen. Das macht die eine oder andere Sache ein bisschen einfacher. So, jetzt gucken wir mal. T
3t, 3t Quadrat, das passt schon, ne? 3 mal t, und um es hübsch zu machen, machen wir hier auch. Das ist 1 minus t Quadrat hoch 3, 3 mal t mal 1 minus t Quadrat, sieht im ersten Moment gut aus. Gut, die packen wir jetzt hier rein. Hier sind b's. Ja, wir können das gleich auch nochmal als wirklich als Matrix-Vektor-Operation darstellen. Wir haben ja Vektorklassen und Matrixklassen und so ein paar Operationen definiert. So, und jetzt machen wir mal hier erstmal Animation raus. Und jetzt sind das eben, jetzt haben wir ja 4 Punkte, ne? Ach so, ja, das sind so typische Intelligenz-Testaufgaben, ne? Wobei, da kann man sich auch unterhalten, wie sinnvoll sowas überhaupt ist, aber das sind jetzt eher so räumliche Verstehengeschichten. Keine Ahnung. Vielleicht mal ein Forschungsthema, was lernt man so als Programmierer? Welche Fähigkeiten trainiert man damit? So, gucken wir mal, was habe ich jetzt definiert? Was machen wir bei den Bézier-Kurven? Wir haben jetzt keine, wir haben jetzt keine, wie heißt es, Steigung mehr, sondern wir gehen Punkte an, ja, und dann die Differenz von den Punkten, die ist dann unsere Kurve. Ja. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Na, im Moment sollte es jetzt sich nicht animieren, und ich habe, glaube ich, wieder mal die Punkte ein bisschen nicht so gewählt, wie ich sagen wollte. Eigentlich wollte ich nämlich so eine Kurve haben. Ich muss gerade mal schauen. Die Definition ist P0 und P1 sind die Punkte, die wir haben. Welche wollen wir nochmal treffen? Selber mal schauen, wie wir das eigentlich nochmal definiert haben. P0 und P1. Wo habe ich denn? Irgendwo habe ich das schon. Mal gucken. P0, P1. Das sehen wir ja hier. Das ist der erste Punkt, den wir treffen wollen. Also P1 und P, okay, die Punkte wollen wir treffen. P0 und P3 wollen wir treffen, und das sollen die Punkte sein, an die wir hinziehen. So, machen wir das mal so. Und dann haben wir wieder eine schöne Kurve, die von 0 nach 0 geht, ja, und die zu einem Punkt, der 1 drüber ist, also der quasi, ne, die, also 1 ist hier. Das heißt, hier liegt der erste Punkt, der zieht, hier liegt der zweite Punkt, der zieht ihn so runter. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Punkt P0 rauf und runter wandern lasse, ne, dann machen wir ein paar Undos. So, das will ich haben. Dann Bock so mal zu tippen. So, jetzt nehmen wir den ersten Punkt, den lassen wir jetzt einfach rauf und runter wandern. Ne, also den ersten. Bei Punkt P1, das ist der approximiert wird. Ne? Ne? Und dann sehen wir jetzt halt, wenn wir den Punkt zwischen dem und dem hin und her wandern lassen, dann zieht er halt die Kurve abwechselnd rauf und runter. Ne? Also der andere hängt da, der zieht es immer noch hoch, aber immer noch sind die beiden Start- und Endpunkte fassen wir nicht an. Und wir können das auch gerne mal rüber schieben. Wir können zum Beispiel das mal auf den Startpunkt einfach anwenden. Ne? Sagen wir, schieben den Startpunkt hinterher, das sieht wahrscheinlich auch ganz lustig aus. Ja, jetzt schieben wir den Startpunkt hin und her. Zwischen 0 und 1. Ne? Und dann bedeutet das natürlich, dass hier oben die Tangente 0 ist, ne? Weil da die beiden Punkte auseinander liegen. Und unten ist ziehen wir relativ stark nach oben. Ne? Und wieder unsere Kurve wackelt, wie sie soll. Wir haben aber immer noch eben, also quasi ein Spline-Segment, wenn wir jetzt ein Bézier-Spline machen wollen. So, jetzt wäre es wahrscheinlich mal, wenn wir jetzt wirklich Splines machen wollen, ich kann das auch mal eben kurz committen, wenn wir das auch mal drin haben, also wenn jemand wieder hin zurückkommen will, das wäre dann eine Bézier-Kurve. Der Herr Bézier möge mir verzeihen, dass ich jetzt kein Sonderzeichen hier committe. Ja, habe ich befürchtet, dass das kommt. Hatte ich auch zu wenig Zeit. Das ist dasselbe wie mit den Linien. Auch Punkte, die nicht ein Pixel groß sind, zu zeichnen, ist tricky. Also nicht, was heißt nicht tricky, aber Arbeit. Ja, also die müssen wir als Sprites zeichnen.
Also du kannst einfach Punkte, die größer sind als 1, die funktionieren auch wieder nicht. Das ist auch wieder, da musst du halt auch dann hingehen und die selbstständig als Kreise zeichnen. Und das geht am besten, indem man texturierte Sprites macht. Haben wir schon mal gemacht beim Partikelsystem, ne? Beziehungsweise eckige müssten gehen. Also warte mal kurz. Ich habe tatsächlich eine Methode eben schon geschrieben, draw points, die kriegt auch ein Array. Warte mal. Geht's ja auch. Wo haben wir denn mal? Das waren die L-Systeme. Wo haben wir denn die Terrain-Geschichte gemacht da unten? Und die hat ja ein Partikelsystem. Und das Partikelsystem, da haben wir aber Punkte, die größer als 1 sind genommen, konnte man da einfach. Ich kann mich jetzt nämlich auch nicht mehr genau erinnern. Kann ich jetzt einfach die Point Size machen? Kann sein, dass das sogar noch geht. Das werden dann Quadrate, aber das ist wahrscheinlich auch schon besser als gar nichts. Na super, vielleicht muss ich den Header versuchen. Machen wir Point Size. Ich glaube, das ging tatsächlich. Ja, hier sieht man auch noch, das war das Sprite. Also ich baue das alles noch ein. Nächste Woche haben wir das. Was machen wir mit der Point Size? Das machen wir in Uniform. Aber das können wir auch. Genau, also man kann das über GL Point Size machen. Aber das brauchen wir. Wir können das, glaube ich, auch so machen. Probieren wir es mal kurz aus. Ja, dann vielleicht ist es tatsächlich praktisch, Punkte zu haben. Können wir ein paar Minuten drauf verschwenden. Dazu gehen wir in meine DrawPoints-Methode, die ich schon vorbereitet hatte und so halb fertig gemacht habe. Wo ist es? Load. Und das ist wahrscheinlich. Ja, machen wir das hier auch nochmal. Hat jetzt damit nichts zu tun, aber wie ich es gerade so sehe, wollte ich eigentlich schon konsistent irgendwie hingucken. Ja, jetzt fängt er auf einmal eins mit dem Sack. Geben wollte ich nicht. Wohin will der blöde Editor das jetzt haben? Machen wir es so, wie es will. Ich will nicht wieder kaputt machen. Da soll es hin. Gut. Okay. Klammer zu. Ja, habe ich. Gut. GL Points. GLZ, GL Points heißt, ich weiß nicht mehr. GL Points. Nicht gerade MSDN, sondern nehmen wir mal das offizielle. Ja, sieht gut aus. Müsste gehen. Wenn man da glaube ich einen anderen Trick, dass man noch sagen muss, dass es auf dem Hauptplan fressen muss. Aber gucken wir mal. Gut. Dann probieren wir es aus. Geben wir dann noch einen Default-Parameter. Gut, probieren wir es nicht vergesse. Zeichnen wir es einfach. Nachdem wir die Linie gezeichnet haben, zeichnen wir auch die Punkte. Und die Punkte sind einfach ein Buffer bestehend aus P0, 0, 0, schwarzer haben wir, ne? 0, 0, 0.
bei dir doch? Habe ich irgendwas verpasst? 1, 2, 3. Nochmal genau die Definition denken. Der liegt bei 0. P1 ist der Endpunkt. Der liegt also bei 1. Der liegt auch bei 1. Gut. Den ganzen verpassen wir jetzt mal eine Größe. 10. Gucken wir mal, was passiert. Ah ja, geht. Bis auf die Tatsache, dass ich gerade x und y verwechselt habe. Okay, ja, sind jetzt eckige Punkte, immerhin. Und dass wir die Punkte irgendwie hier so ein bisschen skaliert haben, das sollten wir da unten auch machen. Moment. So, und das ist eben alles die x-Koordinate. Noch nicht schön, aber schön kommt später. So, und irgendwie hat es in 0,5 noch nicht so ganz geklappt. Warum klappt das in 0,5 nicht? Braucht man nicht. Was genau? Ach so, na gut, da kann ich auch Pop ausrechnen. Na egal, schreiben wir es hin, dann ist es vielleicht ein bisschen intuitiver so vom Lesen her. Und das hier ist eben nicht mal 0,5. Ja, also. Da war jetzt, glaube ich, gerade. Da habt ihr gar nicht gesehen, was ich jetzt 5 Minuten gemacht habe. So, da war's. Jetzt haben wir Punkte. Oder was man so Punkte nennt, ne? Und machen wir ein bisschen hübscher. Der Teil, der kann jetzt nicht viel schief gehen. Gut, jetzt haben wir Punkte. Endpunkte. Okay. Gut, können wir eigentlich auch noch mal committen, kurz. Und das baue ich noch ein, dass die Punkte rund werden. Kriegen wir nächste Woche noch. Committen wir gerade noch mal. Dann machen wir es doch noch. Ist der andere. Commit, so. Gut. Warum haben wir die oben? Ach so, genau, die sind genau am Rand tatsächlich. Ja, also man könnte sich jetzt überlegen, ob man nicht ein, ne, also die Punkte hier oben. Die sind, ne, die sind, also die, der Mittelpunkt von diesem Quadrat, das ist die eigentliche mathematische Position, ne? Und da der Mittelpunkt genau am Rand liegt, sehen wir dann nur die Hälfte. Natürlich alles ein bisschen runterschieben, dann ist, also die minus 0,5, die ich eben hatte, die ist natürlich hier auch ganz gut aufgehoben. Sinnvollerweise machen wir das gleich als Transformationsmatrix und nicht immer hier rein, aber ich code es jetzt mal kurz einfach hart hier rein. Fast, ne? Was ist da schief gelaufen? Ne? Jetzt das sieht man auch. Warum? Okay, gut. Ja, also jetzt haben wir unsere Bézier-Kurve. Zurück. Lassen wir das mal zurück. Was wollen wir als nächstes machen? Als nächstes können wir, um auch nochmal jetzt alle Kurven einmal durchzuexerzieren, die B-Spline-Kurven, beziehungsweise die ein, also wir erinnern uns nochmal, was war der Unterschied? Erstmal, wenn man jetzt diese einzelnen Kurven zusammensetzen wollte, vielleicht setzen wir es doch erstmal zusammen. Sollte die Kurve nicht bei P0 in Richtung P1 gehen? Nee. Moment, wie war unsere Definition? Genau gucken.
Das ist Meet. Die ist ein. Wo habe ich sie? Die sie? Hier muss sein. Ne? Ne, hier ist nicht. Wo ist sie denn? Da. Ne? P0, P1. Also das ist die P0-Gewichtung. Das sieht man hier schon. Ne? Die Gewichtung, die wichtet das Ding vollständig und die anderen nicht. Die rote. Ne? Also das ist das bei 0. Und P1 ist das, was wir treffen wollen. Ne? Und P2 und P3 sind die Punkte, die die Tangentenpunkte. Ne? Und wie haben wir das hier gecodet? Wir animieren P0 und P1 und P2 und P3. Ne? Die P1 legen wir auf 0,1. Ne? P2 legen wir auch auf 0,1 und P3 auf 0, Entschuldigung, 1,0. Ne? Moment. Da habe ich das jetzt richtig gesagt. Also der Punkt, das will ich nicht lügen, dass ich das richtig erzähle. Eben hat es Sinn gemacht. Das ist unser Startpunkt, den babbeln wir rauf und runter. P1 ist sollte unser Zielpunkt sein. Na, gucken wir mal. Ich glaube, du hast recht, irgendwas stimmt da nicht. Hätte ich jetzt erwartet. Ist er aber nicht, ne? Das hatten wir eben schon mal gesehen. Da fehlt noch ein Semikolon. Das hat ja, glaube ich, nicht den Zielpunkt animiert, sondern die erste Tangente. Ja, doch, das ist der. Moment, das ist jetzt die erste Tangente, die wir da modifizieren. Okay, das kommt jetzt unerwartet. Dann müssen wir mal gucken. Ah, schau. Da ist irgendwas in der Tat im Argen. Bei meiner Argumentation geht irgendwas schief. Was haben wir hier ausgerechnet? Schauen wir mal, wie wir die Kurven ausgerechnet haben. Wir haben gesagt, das war so. Mathematik. Also, wir haben hier gesagt, das ist unsere Funktion. Und dann habe ich gesagt, P0, P3, aha, da ist ja der Haken, ne? P0, hier habe ich so gemacht, ne? P0 ist der erste Punkt, der getroffen wird. P3 soll der zweite getroffene Punkt sein. P1 Strich ist die. Okay, also P3, das sollte folglich der. Und dann habe ich das hier in der Folie falsch aufgeschrieben. Mal gucken. Also, gucken wir mal kurz. Demnach habe ich das so berechnet. Dass wenn ich den animiere, dann muss der Zielpunkt wackeln. Gucken. Zielpunkt wackelt. Okay, das ist also richtig. So, jetzt muss ich nochmal schauen, wo an welcher Stelle. Startpunkt, Zielpunkt, erste, zweite Tangente. So, habe ich irgendwas falsch erzählt oder habe ich einfach nur gerade ein Brett vom Kopf? Startpunkt. So. Zielpunkt. Ja, und da ist irgendwas nicht richtig, ne? Nämlich den P2, Pi hoch, P3 ist P2 geworden. Ja, aber dann müsste ich halt einfach, also ich überlege jetzt einfach gerade an welcher Stelle, also meine Folien haben einfach Fehler, klar, ist richtig, also ich müsste hier einfach nur schreiben 0, 3, 1, 2. Ich überlege nur gerade an welcher Stelle ich das am geschicktesten in den Folien fixe, aber vielleicht sollte ich das später überlegen, ja, also die Reihenfolge, mit der wir das hinterher modifizieren, sollte so sein, nur das tun wir hier ja auch nicht, ne? Wir sagen ja P0 mal die erste Funktion, P1 mal die zweite. Also wir machen ja tatsächlich auch das. Das heißt, irgendwo habe ich hier mal Indizes durcheinander gehauen. Und meine Vermutung ist, dass ich das hier an der Stelle, wo ich die Matrix invertiere, gemacht habe. Weil das habe ich nämlich jetzt nicht explizit gemacht. Ne? Also das habe ich ja gesagt, ja, das glaubt er mir einfach mal, das habe ich irgendwie mal. Ne? Also das ist auf jeden Fall noch richtig hier. Und an der Stelle
ist das da unten die invertierte Matrix. Und da habe ich wahrscheinlich, als ich das mal in ein Matheprogramm eingegeben habe, habe ich da die Spalten vertauscht. Also die Bedeutung da verändert. Ja, fix ich mal. Ist aber immerhin ein guter Punkt. Jedenfalls wichtig ist, behalten wir das erstmal hier im Kopf, ne? Startpunkt, Endpunkt, erste Tangente, zweite Tangente. Das heißt, oder Punkt, der die zweite Tangente definiert. Das heißt hier P2. Na, die Bedeutung der Punkt ist dann halt einfach eine andere. So, das müsste jetzt hier der Punkt sein, der an der rechten Seite zieht. Ne? Das ist die linke. Und jetzt bin ich so. Nee, A. Ist jetzt völlig am Kopf. Ah, okay, das ist also völlig durcheinander. Das ist der Punkt, die Tangente darüber. Gut. Das heißt, eine sinnvolle Reihenfolge der Funktion wäre. Drehen wir die mal kurz um. Also erstmal, das ist falsch, da ist schon mal ein Fehler drin. Ne, dann ist alles okay. Ich habe hier unten einen Fehler drin. Die Punkte werden einfach falsch gezeichnet. So, jetzt. Na, die x-Koordinaten der Punkte sind ja 1, die x-Koordinaten sind 0, 1, 0, 1, was haben wir gerade gesagt, das ist die erste Tangente, 0, 1, ne? Die sind schon richtig, ich zeichne die einfach nur falsch, genau, weil das passt. Da wäre jetzt irgendwie die Welt für mich zusammengebrochen, wenn das nicht passt. So, der passt. Und das ist die zweite Tangente. Und den wollen wir aber, den wollen wir trotzdem auf 0 haben. Na, da geht's. Alles okay. Das ist die zweite Tangente. Ja. Und das andere ist die erste. Die habe ich jetzt aber gerade kaputt gemacht. Indem ich da keine 1 reingeschrieben habe. Jetzt haut's hin. Ja. Also das eine war ein Fehler hier beim Zeichnen. Das andere muss ich mir mal anschauen. Habe ich aber bis Montag rausgefunden. Was ist das? Das ist eine Kleinigkeit. Das ist irgendwo. Ich invertiere die Matrix im Zweifelsfall nachher nochmal von Hand, da gucke ich einfach, wie die aussieht. Das sind wahrscheinlich einfach ein paar Zeilen vertauscht. Aber interessant, dass mir das soweit nie aufgefallen ist. Ja. Gut. Die einfärben. Ja, aber das. Ach so, einfach. Muss ich sagen, beim Debuggen hilft das jetzt nicht viel, aber. Kann man natürlich machen. Das wären die hier und den da. Den da. Komm. So. Das ist jetzt besonders hübsch. Okay. Gut. Zurück jetzt zu dem, wo ich eigentlich hin wollte. Bevor ich festgestellt habe, dass da irgendwo ein Bug in meiner Definition ist. Aber das grundsätzliche Prinzip ist ja immer noch richtig, das ist ja klar, das ist einfach nur irgendwie ein Zeilenvertausch. Ja, wir haben jetzt eben diese approximierten Punkte, wir haben die interpolierten Punkte, die roten sind die interpolierten, die blauen sind die approximierten. Wie kommen wir jetzt zu Splines? Und das, wenn wir uns noch erinnern, war ja so ein bisschen der Haken von den Hermite-Kurven und von den Bézier-Kurven, dass die für sich erstmal nur eben so ein Segment vernünftig definieren. Ja? Wenn ich jetzt ein zweites Segment mache, ja, also sinnvollerweise schmeißen wir das mal kurz in eine Funktion. Das
So. Davon gleich noch mal mehr machen können. So. Und sollte jetzt erstmal noch genau nicht bewirken. Gut. Wenn ich jetzt noch eine zweite Funktion davon zeichnen will, ja, also quasi noch ein anderes Segment, dem übergebe ich jetzt einfach mal hier die Punkte, ne? Drei. 2, 1, 2, 3. Raus. P0, P1, P2, P3. So, das sollte jetzt auch erstmal noch nicht Nord sein. Sollte immer noch dasselbe führen. Genau. So, jetzt können wir noch ein weiteres Segment zeichnen. Und zwar sagen wir mal, wir wollen jetzt ein Segment zeichnen mit den Punkten, mit vier weiteren Punkten. Ja, also die nehmen wir jetzt einfach mal 4, 5, 6, 7. Ja, und jetzt wäre es wahrscheinlich sinnvoll, mal einen Y-Abschnitt zu definieren. Schieben wir die mal alle komplett rum. Dann machen wir wirklich Punkte daraus. Okay. Das Y können wir auch spezifizieren. Namen. Ich glaube, wir wollen hintereinander hängen wollen. Oder machen wir sie erstmal nochmal auf der. Also das Problem ist jetzt, wenn wir die aneinander hängen, dann ist es natürlich doof, dass wir jetzt immer noch einen Parameter von 0 bis 1 haben. Ja? Wie macht man das? Wie fixt man das im Allgemeinen? Mal fixen wir das doch erstmal kurz. Ja, was ist das Problem, was ich jetzt gerade habe, wenn ich zwei von den Kurven hintereinander hängen will, ne? Da muss ich jetzt wirklich. Die würden ja immer bei 0 und bei 1 anfangen, das ist natürlich dämlich, ne? Den Teil habe ich euch nur so am Rande erklärt, deswegen könnten wir es jetzt nochmal implementieren. Wie kriegt man das hin, dass man die Punktkurve frei bewegen kann? Naja, man macht das Gleiche für die x wie für die y-Koordinate, ja? Das heißt, man wertet für die x-Koordinate ein Spline aus, ja? Also man hat schon einen Parameter t, der immer zwischen 0 und 1 läuft, ja? Aber man benutzt den nicht direkt als x-Koordinate, wie ich es hier gemacht habe, sondern, ne, der steht ja hier direkt mehr oder weniger 1 zu 1 drin, sondern man rechnet ein Spline für die x-Koordinate und ein Spline für die y-Koordinate separat aus und dadurch kann man die komplett frei platzieren. Ja, das heißt, die Punkte werden dann zweidimensional, ja, die Punktkoordinaten oder auch dreidimensional, wenn man es in einem 3D-Raum machen will. Ja, machen wir das einfach mal. Das heißt, wir brauchen dann hier einen Vec 2. Da muss ich mal kurz überlegen. Vec 2 ist das Ganze, glaube ich. Vec 2D, Vec 2. Was ist denn das? Vec 2. Und das war auch direkt im Float, ne? Das war ein Template, okay. Und Vec 2. Ohne alles ist ein Float-Vektor. Okay, gut. Also das heißt, wir übergeben jetzt hier 2D-Vektoren einfach. Ja, und machen jetzt dasselbe. Also jetzt müssen wir natürlich hier unten auch erstmal kurz 2D-Vektoren spezifizieren. Ja, so, und machen wir es erstmal so, dass es sich nicht, dass es nicht ändert. Das heißt, das ist. So, okay, der war bei 0, der war bei 0, der war bei 1 und der war bei 1. So, und jetzt müssen wir, jetzt werden wir hier diese ganze. Den ganzen Krempel aus für, die Bézier-Kurve werten wir jetzt aus für die x-Koordinate und dasselbe müssen wir noch für die y-Koordinate machen und die dann halt einfach auch da reinstecken. Ne? Das heißt, wir, da wir jetzt nicht mehr so allzu viel Zeit haben, mache ich jetzt mal ein bisschen was Unschönes und kopiere das einfach.
Na, die brauchen wir jetzt nur einmal. STX, STY. Ja, von dem Punkt, die X-Koordinate, das ist glaube ich so, wenn ich mich recht erinnere. Die Y-Koordinate. Ja, wir hätten jetzt quasi zwei Splines aus für X und Y separat. So. Und das geht dann hier rein, ne? Also STX, STY. Und jetzt müssen wir das gleiche hier unten auch machen. Das heißt, wir müssen einfach nur gucken, dass wir das ja, super. Was ist die Hupe? Umgesendet. Habe ich das verpasst? Zeile 38. Zeile 38, 38, 38. Was bei Zeile 38 nicht richtig? Was bei Zeile 38 nicht richtig? Das X? Ach so, danke. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ja, super, danke. So. 1, 2, 3. Da gucke ich gleich nochmal wieder drauf. 1, 2, 3. Und auch die Chat-Hupe mal gebrauchen, die kriege ich die ganze Zeit drum rum. Ich habe schon wieder das X vergessen, warum vergesse ich das am ersten? So, jetzt prüfen wir mal eben kurz, ob das Ganze taktisch korrekt ist. So, ja, zumindest ist es okay. Wir haben jetzt die Kurve umgedreht, wahrscheinlich weil ich hier unten das in den X-Teil reingehauen habe, was wir eigentlich nicht wollten. Ne? Wir wollten ja eigentlich jetzt im Y-Teil drin haben, die Animation. 0, 0, 1, 1. Der Punkt ist auch 1, 1 und nehmen wir 1 Sekunde. Punkt 3 doch ist 1, 1 und der ist 1. Tangente zu zweite Tangente. Nö, noch nicht. Ach so, ja genau, jetzt haben wir das halt noch nicht. Erste Tangente 0, zweite Tangente 1. Wow, ich habe euch doch was gemacht. Aha. Der ist bei x gleich 0, wandert rauf und runter. Okay, der ist gefixt bei x gleich 1, der sollte aber bei y gleich 0 sein. Gar nicht so einfach, hier Punkte zu spezifizieren. So, jetzt haben wir den, jetzt haben wir den falschen Punkt geschrieben. Super. Also, wir hatten uns ja darauf geeinigt, dass das die Punkte waren. Ich bin immer noch bei dem anderen. 1, 1, x, 1, Höhe 0. Aber die jetzt links schon mal richtig, den haben wir richtig, den haben wir richtig. Die beiden sind noch falsch rum. 0, 1, damit wir die Kurve kriegen. Und da hängt das Ganze natürlich jetzt nach links, weil ich es nicht mehr um 0,5 shifte. Okay, das sieht gut aus. Und jetzt können wir es aber eben shiften, ne, weil wir jetzt wirklich X- und Y-Koordinaten spezifizieren. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, okay, das soll jetzt bei minus 0,5 sein. Minus 0,5 plus 0,5 plus 0,5. So. Na, und jetzt kannst du sogar noch ein bisschen nach unten verschieben. Oder können wir lassen. Also jetzt haben wir wieder den Ursprungszustand hergestellt. Was habe ich jetzt gemacht? Das ist eben das, was ich in der Vorlesung auch nicht erkläre und oder nur ganz kurz erkläre und was ich euch jetzt auch noch nicht so lange gesagt habe, ist, wie kriegt man jetzt die Punkte wirklich komplett im Raum platziert? Man macht einfach dieselbe Berechnung
für die X und Y und wenn man es in 3D haben will, die Z-Koordinate separat. Also ich habe jetzt quasi einfach XY-Koordinaten reingesteckt, pumpt die beide durch die, in dem Fall jetzt eben Bézier-Kurve und dadurch kann ich das unabhängig voneinander machen und dann kann ich die Kurve hinpacken, wo ich will. Ja. Und damit haben wir jetzt eine Segmentkurve, die wir frei im Raum verschieben können. Ja, also ich könnte jetzt auch irgendwie das Y noch verändern, nicht gerade. Und jetzt können wir dann in der nächsten Woche die Dinger auch mal zu Splines zusammensetzen und dann werden wir eben halt sehen, dass das Problem davon ist, was ich auch letztens schon angesprochen habe, dass eben wir zusätzliche Bedingungen brauchen. Ne? Ja. Und dann können wir das Ganze, das war eben noch die Frage, wie kann man das auswerten? Das gucken wir uns auch an. Ne? Also es gibt ja auch den Decastillo-Algorithmus, den ich kurz angesprochen habe. Für Bézier-Splines gibt es das übrigens auch. Die kann man auch rekursiv definieren. Also das funktioniert nicht nur für Meet. Das funktioniert auch für B-Splines. Auch die kann man auswerten. Das ist eben numerisch ein bisschen stabiler. Für die Kurven, die wir hier machen, ist das völlig irrelevant. Aber wenn man da größere Sachen macht, dann spielt das eine Rolle. Ja, genau. Richtig. Hast du korrekt gesagt. Ja? Und das wäre die Borgerung. Und das probieren wir alles aus. Ich fixe noch meine Folien. Sag euch noch, was da rumgekommen ist. Ja? Was macht die Command-Exe? Eine Kommando-Shell? Die benutze ich aber nicht. Die Windows-Kommando-Shell. Gut, das war's für heute. Ja, wir haben zumindest ein bisschen was hinbekommen und werden uns dann eben in der nächsten Woche mit den Splines beschäftigen. Ich committe das Ganze gleich noch. Wer also schon mal da ein bisschen rumspielen will, kann das schon machen. Wir haben ja auch immer irgendjemand, der sich damit danke, genau, richtig, habe ich vergessen. Hätte ich es fast vergessen. Wir haben auch immer, ich glaube, Paras ist das. Irgendjemand war es jedenfalls, der immer Visual Studio Project Files noch dazu schreibt. Dann können wir das Ganze, da kann man das Ganze auch noch leichter unter Windows kompilieren. Wer auch immer es war, mach's einfach nochmal, ich committe es dann. Gut. Ansonsten, wir sehen uns wieder nächsten Montag und genau, wir sehen uns wieder nächsten Montag, dann eben mit den Splines aus den Kurven und dann gucken wir uns auch die B-Splines an, wie die aussehen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, wir treffen uns auch trotz Corona-Maßnahmen ja virtuell mit mehr als 2 Leuten. Bis Montag dann. Tschüss.